Yeah. Hallöchen, da bin ich mal wieder. Es hat eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, 5 Wochen oder so kam jetzt nichts von mir oder 4 Wochen. Aber es geht weiter im Text. Ihr lest es ja schon in der Titelbeschreibung oder beziehungsweise im Titel des Videos, um was es heute geht. Und zwar geht es heute mal wieder um einen Scale-Crawler. Viele wissen ja, ich hatte ja damals SCXTens 2 Stück. Ich hatte ein Race, ich hatte ein C10.01, ich hatte ein Tamiya Highlift. Und ja, eine Firma hat mich schon lange gereizt, beziehungsweise dieses Modell. Und zwar der Vaterra Ascender. Dieses Prachtstück hier. Das ist die RTR-Version. Warum RTR-Version? Weil man im Kit halt nahezu keine Vorteile hat. Deswegen habe ich mich für das RTR-Modell entschieden. Weil unterm Strich muss man hier eventuell die Felgen und das Lenkservo wechseln. Und dann hat man eigentlich ein Top-Auto. Wenn der Motor hochgeht, wird er dann gegen einen Tekin 35T getauscht. Wenn der Regler hops geht, kommt ein Sidewinder 3 rein. Und dann ist das Ding eigentlich top. Karo gefällt mir ganz gut, die wird wohl so bleiben. Aber gut, also das ist, wie gesagt, von Vaterra, ein lizenzierter Chevy Blazer aus dem Jahre 1986. Ein schönes Modell, wie ich finde. Schöne Größe. Zu den Specs vom RTR, das haben wir hier. Das kann ich euch immer noch mal schnell zeigen. Auch wenn ihr es nicht ganz seht, ihr werdet mir vertrauen. Also die Kiste ist komplett wasserdicht, also waterproof. Wir haben hier eine Spektrum DX2E dabei, die sehen wir gleich noch. Dann haben wir ein Spektrum Servo, und zwar ist das das S605 Waterproof, Metallgetriebe, aber wahrscheinlich nicht das schnellste, müssen wir mal schauen. Dann natürlich einen wasserdichten Spektrumempfänger, was ich sehr cool finde. Ein Dynamite Brushed Motor. Ein Dynamite Waterproof ESC mit Jumper, das zeige ich euch aber auch gleich nochmal. Wir haben ein ganz normales Einganggetriebe. Hier passt aber auch das Zweiganggetriebe vom Twin Hammers rein. Das werde ich vielleicht sogar machen irgendwann. Ich drehe die Katzen hier wieder am Appel. Was sehr geil ist, hier sind Super Swamper schon verbaut. RTR im Kit übrigens auch. Das sind sehr gute Reifen. Die Einlagen werden wir sehen, welche ich da fahre. Batterien sind sogar dabei. Das war es eigentlich soweit von den Specs, die es dabei sind. Siege ist schon gebrochen, weil er schon draußen ist. Ganz simple Sache. Chassis seht ihr gleich. Bestellt habe ich das Ganze natürlich bei Spielzeugkiste Apen. Spielzeug-apen.de. Wenn ihr das Auto auch haben wollt oder irgendwas anderes. Gutschein ist unten in der Videobeschreibung. Da spart ihr nochmal 5% und ja, so viel dazu. Da haben wir die Funke. Lustigerweise ist hier ein Code drauf. Und der ist auch auf dem Empfänger. Ja, Standardfunke, Spektrum. Macht einen guten Schuh. Halt, ja, RTR-Funke ziemlich billig. Alles Plastik, hier ein bisschen gummiert. Ja, passt. Kann man machen. Ja. Ist auf jeden Fall schön, dass eine relativ gute Funke dabei ist. Gibt Schlimmeres. Dann war noch dabei ein paar Sticker. Danke hier nochmal an Alex und Claudia für die Sticker. Dann haben wir hier noch ein Tütchen. Da gucken wir natürlich auch mal rein. Ratsch. Ich sehe hier nämlich schon Batterien zum Beispiel. Was sehr, sehr schön ist. Wenn sowas immer dabei ist, finde ich immer gut. Sind nicht die besten Batterien, aber man kann halt sofort loslegen. Das sind lustigerweise Mitsubishi Batterien. Coole Nummer. Dann haben wir einen obligatorischen Beutel. Werkzeug, ein paar Imbusse, ein Kreuz und 2 verschiedene Servohörner. Wahrscheinlich für verschiedene Typen von 10. Also Anzahl von 10. Das hier wissen immer viele nicht, was das sein soll. Hier haben wir noch einen Beinplug nebenbei. Viele Amis
Ich habe schon viele Unboxings geschaut. Die wissen aber nicht, für was das ist. Das ist für einen Grill. Das kommt, zeige ich euch gleich, in den Grill, in den Zwischenräumen kommen diese schwarzen Sticker rein, um den plastischer wirken zu lassen, quasi. Als wäre was dahinter halt. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Klopapier halt. Ist hier so ein Poster. Ja, eine schöne Anleitung wäre cooler gewesen. Also ist so eine schöne Explosionszeichnung, wie im Kit oder so. Hier ist halt, ja. Ja, gut, geht. Kann man machen. Aber gut, wer sich so ein Auto kauft, der weiß meistens, was er tut. Meistens. Gut, kommen wir mal zum Auto. Da haben wir das schöne Modell. Wirklich ein geiles Teil, finde ich. Optisch mega gelungen. So, jetzt zeige ich euch mal kurz. Hier haben wir jetzt den Grill. Hier sind übrigens Light Buckets schon drin. Und hier kommen die Sticker rein. Sieht man das? Ja, das sieht man. Um das halt plastischer wirken zu lassen. Ja. Karo war ich jetzt überrascht, dass die lackiert ist. Die ist nicht gedruckt oder gepresst oder wie auch immer das andere Hersteller machen, sondern hier merkt man und sieht man Sprühnebel noch. Hier sieht man die Light Buckets. Der Grill ist verschraubt, das ist Hot-Plastik. Hinten ist leider schade, ist nix, aber ich werde das hier versuchen, von meiner Frau irgend so ein Beauty-Zeug hier die Farbe ein bisschen abzubekommen, um hier Light Buckets selber zu basteln, dass da LEDs reinkommen. Wird auf jeden Fall noch gemacht die Tage. Es gibt übrigens ein echt cooles Video von Vatara selbst, wo sie zeigen, leider auf Englisch, aber gut, wo sie zeigen, wie man aus dem RTR-Modell noch ein bisschen was rausholt an Fahrbarkeit und so. Ja, okay, so viel dazu. Kommen wir erstmal zum Chassis jetzt selbst. Wir sehen spezielles Spielzeug-Abentuning. Und zwar hat der liebe Alex mir gleich XT90 angelötet. Hier ist der Lipo, der ist übrigens nicht dabei. Das ist jetzt von mir selbst gewünscht. Das ist ein Gens Ace 4200 mAh, der hat jetzt 60C. Euch fällt vielleicht auf, der ist ziemlich klein. Ja, das ist ein Shorty. Und zwar passen in dem Vatera Shorties rein oder nur rein. Also ist RTR, so ist das gedacht. So. Weil das Coole ist, das Akkufach geht mit der Federung mit, also mit dem Chassis quasi mit. Was ich echt cool finde, da schränkt einen vielleicht ein bisschen ein, aber richtige Scale-Fahrer nutzen noch kleinere Akkus. Also mit dem 4000er fahre ich keine Ahnung, 3-4 Stunden. Von daher, top. Akku erstmal beiseite. Juckt uns jetzt erstmal nicht. So. Wir haben Haken sind dabei. Wir haben im Frontbumper. Gucken, ob ich das irgendwie hin. Hier sieht man es, die Haken. Hier haben wir ein Fenster für eine Seilwinde, was man rausschrauben kann. Hinter ist dann ein Loch. Hier sieht man das Lenkservo. Das ist nämlich hier im Gegensatz zum SEX10 stehend im Chassis verbaut. Dafür sorgt dann. Also das sorgt dann dafür, dass wir einen riesen Lenkeinschlag haben. Also der Lenkeinschlag ist echt krass. Ja, die Reifen, wie gesagt, Super Swamper, leider keine Beadlocks, aber die sind schon bestellt, die müssten bald kommen. Schön weich, die Einlage ist vielleicht ein Ticken zu hart, finde ich. Ja, muss man sehen, was das Auto denn am Ende für ein Gewicht hat. Jo. Jo. Schön, was den Vatera natürlich auch ausmacht, sind die dünnen Achsen und die kleinen Diff-Gehäuse. Vorne haben wir eine Dreilink-Aufhängung mit Panhard. Also wir haben hier die Lenkstange, die geht hier hoch zum Servo. Dann haben wir hier, die am Chassis verstrebt ist. Dadurch haben wir eine schöne Achsverschränkung. Und das Servo kann halt immer perfekt arbeiten. Ja, alles Metall. Auch beim RTR-Modell kann sich axial mal eine Scheibe abschneiden. Hinten vier links, dicke Antriebswellen. Wie die halten, wird man sehen. CVDs sind vorne übrigens verbaut. Wenn man das hier sieht.
Ein bisschen. Ja, die Rockslider an der Seite sind verstellbar. Also da kann man schön hier die Karo drin einklemmen. Was auch top ist. Motorhalteplatte, Aluminium. Hier hat man jetzt schon die Halterung quasi für das Servo für den zweiten Gang. Da muss man die Ritze austauschen. Ich weiß gar nicht, was das kostet, muss ich mal schauen. Werde ich aber vielleicht umbauen, weil ich finde das eigentlich ganz cool, zwei Gänge zu haben. Ja, hier haben wir den Dynamite-Motor, stinknormale Büchse, 35 Turns, sollte ausreichen. Hier haben wir den kleinen Regler, der ist auch so ein bisschen gefedert gelagert, sage ich mal, mit den Jumpern. Und der ist jetzt auch schon eingestellt auf Lipo und Crawl. Also hat jetzt Lipo-Cutoff drin, bis 3S verträgt der. Der Motor übrigens auch. 2S reichen mir aber vollkommen aus. So viel Wheel Speed brauche ich eigentlich in der Regel nicht, weil so hart Gelände habe ich hier eigentlich nicht. Und Crawl ist damit gemeint, dass ihr eine Drag Brake habt, die auf 100% ist quasi. Also ihr fahrt und sobald ihr vom Gas weggeht, steht das Auto sofort fest und kann nicht mehr weg. Auch eine schöne Sache, dass es von Werk aus drin ist. Was auch schön ist, wir haben hier eine schöne Aluverstrebung, um das an sich, das Chassis steif zu machen. Man sieht, ich bewege ja eigentlich nur die Bumper. Das Chassis an sich ist mega steif. Auch besser als beim SCX10. Was vielleicht ein kleiner Nachteil ist, ist, dass das Auto, die Bumper relativ lang sind. Da wird man hinten immer hängen bleiben. Aber ich habe schon gesehen, es gibt bei den Amis für diese Karo Hartplastik Stoßstangen, die man dann hier montiert und dann kann man die vorderen und hinteren Bumper dann abmontieren. Somit ist das Auto dann wieder ein Ticken kürzer, aber hält dann. Also da bleibt man nicht mal so oft hängen an der Wurzel oder irgendwas. Ja, was gibt es noch großartig zu sagen? Dämpfer, Kunststoff. Ja, Achsverschränkung ist top. Also ist wirklich für, wie gesagt, ein RTR-Auto finde ich das echt krass. Also Vatera macht da echt einen super Job, finde ich. Ich war echt überrascht. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist die Dämpfung ein bisschen weicher. In diesem Vatera-Video, was ich vorhin angesprochen hat, sagen sie auch, man soll vorne ein Loch die Karo halt runter machen, hinten zwei und dann die Karo ein bisschen anpassen. Dadurch ist der Schwerpunkt niedriger und erhöht halt extrem die Kippgefahr, also verringert die Kippgefahr. So ist man noch schnell ein Schlüssel. Wir schauen uns jetzt nochmal schnell an. Live quasi, was wir hier für Mitnehmer haben, ob das Alu oder Kunststoff ist, das interessiert mich jetzt und euch sicherlich auch, denke ich mal. Also wie ihr schon seht, hier ist wirklich nachgedacht worden bei diesem Auto. Hallo? Oh. Ja, wir haben Alu hinten. Auf jeden Fall. Die Reifen werde ich wohl abkochen, weil ich andere Felgen bestellt habe, Beadlock-Felgen von G-Mate. Und hinten auch, vorne auch, meine ich, nicht hinten, das ist vorne. Aluminium, top. Was auch top ist, was Vatera anbietet, die bieten Gewichte an in Optik von einer Bremsscheibe aus Messing. Die sind zwar echt teuer, aber die werden sich lohnen, denke ich mal, wenn man die an allen Seiten verbaut. Also viermal, das ist immer ein Zweierpack. Das macht schon echt was aus, denke ich mir mal. Die sind echt gut verklebt, da werde ich eine Weile kochen dürfen. Noch nie gemacht, ich werde es mal probieren. Die Reifen sind es auf jeden Fall wert. Also die sind wirklich, also keine Chance da irgendwie was zu bewegen. Die sind echt gut. Was gibt es noch zu sagen, großartig? Eigentlich nicht mehr so viel. Den Rest, wenn ich jetzt was vergessen habe, Alter, meine Fresse, ich bin seit heute früh unterwegs, Flohmarkt und so. Und bei uns sind jetzt schon, wir haben es jetzt 11 Uhr noch was. Und wir haben es jetzt schon 27 Grad bei uns. Da wird das Hirn langsam weich. Ist echt so.
Ja, wie dem auch sei. Achso, Empfängerbox habe ich noch gar nicht gesagt. Hier hinten haben wir die Empfängerbox. Die schraube ich jetzt aber nicht auf, weil da wird nichts anderes drin sein, außer ein Empfänger. Also da wird nichts Spannendes drin sein. Hallo? Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal zu. Antenne schaut hier ein bisschen raus, aber ihr seht, da ist derselbe Code wie auf der Funke. Ja, was ist sonst noch aus Aluminium? Eigentlich nicht mehr viel. Die Chassisstreben natürlich sind, also das Chassis an sich selbst, ist aus Aluminium. Das hier hört man. Die Diffcuffs, die Diffcups sind aus Kunststoff, aber sind schön gemacht. Also man könnte denken, dass es Aluminium ist. Das ist auch Plastik, aber sehr hochwertiges Kunststoff, sage ich mal. Richtig hart, also schon krass. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt im Gelände. Ich weiß noch gar nicht genau, ob ich erst die Tipps von Vaterra umsetze oder ob ich ihn komplett mal Stock probiere zu fahren, wie er sich dann fahren lässt. Mal schauen. Ja, LED-Sets habe ich noch da, werde ich mal schauen, ob ich das hinten hinbekomme. Dann kriegt er noch ein paar nette LEDs. Ansonsten soll es das soweit gewesen sein. Ich habe hier nochmal den Lieferumfang dabei. Was hier, was hier dabei ist. Gut, der Akku, den brauche ich jetzt nicht zeigen. Der ist nicht dabei, aber hier seht ihr nochmal. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.